Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der EV Daily News Nummer 10, Daily News zur Elektromobilität vom Verbrenner zum E-Auto. Heute eine Special Edition zur Ehren des neuen Model 3 in der Performance-Version und wir sind gespannt und ich habe schon die Besonderheit, es wird wohl Ludicrous heißen, denn es ist nochmal eine Schippe schneller als eine Performance-Version. Und ich erkläre euch heute, wo denn diese Namensgebung hergibt. Es wird also spannend in den Daily News. Da werde ich euch nochmal was zu den erwarteten Preis erzählen. Und da gibt es auch eine kleine positive Aussicht, denn ich habe ja gestern gesagt, was es ungefähr kosten wird in der Elon Motors Edition von gestern Abend, wer da nochmal reinschauen will. Also gestern Abend wurde das gepostet. Und in dem Markenteil, da geht es dann drum um die Erklärung, wie man denn von Performance auf Ludicrous kommt und wo denn der große Meister herkommt, der Plaid. Das erklären wir da. Und dann im Tech-Teil erkläre ich euch die einzelnen Komponenten, die das Model 3 Ludicrous bekommen wird, woraus sich dann auch der neue Preis ergibt. Also, und wir legen los mit... Und wir legen los mit dem neuen Intro, dem ersten Teil. Den zweiten Teil gibt es dann zum Schluss nochmal mit allen Motivationsthemen, die dazu führen, warum man überhaupt zu so einem Model 3 Ludicrous greifen sollte. Reicht ja nicht schon ein Dual-Motor? Nein, die Sportwagen-Fans von euch, die wollen jetzt das Model 3 Ludicrous, denn der große Meister von ihm, das Model S Plaid, ist so wahnsinnig genial und in dem Intro habe ich das natürlich auch entsprechend verarbeitet. Viel Spaß dabei und danach geht's dann los mit dem Preis. The most fun thing you could possibly buy ever. That's what it's meant to be. It's not exactly a car. It's actually a thing to maximize enjoyment. It's maximum fun. Okay. Electronic. But big screen, laptop, ridiculous speed, handling, all that stuff. Yeah. Do you have and we're gonna put video games in it. You are? Yeah. Is this wise? Well, you won't be able to drive while you're playing the video. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir starten los mit dem Preis. Und so erwarte ich in den neuen Preis, basierend ja auf der Information aus China, dass er dort 400.000 RMB kosten wird, also 40 Zehntausender, also sprich 399.900 Yuan, schätze ich mal, wird da auf die Webseite gepostet. Und das ist umgerechnet 51.400 Euro, aber ihr seht schon, das kann bei uns natürlich nicht so günstig angeboten werden, denn da kommt noch Customs Duty drauf. 21% habe ich mittlerweile recherchiert mit Nebengebühren und ich habe mal eine Fracht dann ausgerechnet auf Basis des Standard Ranges von 5.000 Euro. Kann sein, dass der Dual Motor ein bisschen teurer ist aufgrund des höheren Gewichts. Und der Performance oder Ludicrous natürlich auch. Aber dann kommen wir ganz gut hin. Und ich habe die gute News. Gestern habe ich das über die Faktoren gerechnet. 1,36 mal der Standard Range, 1,41 mal der Dual Motor und 1,4 mal der Performance Ludicrous. Und das habe ich heute nochmal ein bisschen korrigiert, indem ich davon ausgehe, dass einfach die Prozente ja gleich bleiben und die Fracht ja praktisch auch gleich bleibt. Also kann es sein, dass es noch ein bisschen günstiger wird. Aber nicht unter 66.990 Euro, das erwarte ich jetzt. Gestern hatte ich 69,9 gesagt, also in der Bandbreite wird es wohl sein. So, geht's weiter. Ja, unter dem Brandteil werden wir uns natürlich heute dem Tesla Model 3 Ludicrous widmen und ich werde euch ein bisschen was erzählen über die Historie dieser Namensgebung Ludicrous, wie es dann dazu kam, und wie man dann den Model S Plaid getauft hat. Und zwar ging es früher los mit den Model S, die hatten ja auch eine Performance-Version und da konnte man einen Ludicrous Mode dazu kaufen
Und das hat damals, meine ich, so 6.000, 7.000 Euro extra gekostet. Und der hatte dann diesen Beschleunigung Launch Mode und war dann nochmal 0,2 Sekunden schneller. Also praktisch, der hieß dann damals P90D Dual Motor und P stand für Performance davor und das L dahinter für Ludicrous. Und jetzt hatte man natürlich nach dem Performance Ludicrous als die schnellere Version und darüber gab es dann nur noch den Plaid. Und das Ganze basiert aus dem Film Spaceball, was damals eine Parodie auf Star Wars war. Lord Vader kennt ihr ja alle. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Szene. Und das Verrückte daran ist, dass einfach Elon Musk, den ihr ja vorhin schon gesehen habt, ist ja einfach ein absoluter Fan, wenn es um sowas geht. Und dieser Witz an der ganzen Geschichte, der steckt natürlich in vielen Tesla-Produkten. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, um uns so ein bisschen einzuschweißen, einzumotivieren für die Ludicrous-Version des Model 3. Viel Spaß und hier ist der Film und Film ab. Baseball one. They've gone to Plaid. We passed them. Stop this thing. We can't stop. It's too dangerous. We've got to slow down first. Bullshit. Just stop this thing. I order you. Stop. Here, sir. Are you all right, sir? Fine. How have you been? Fine, sir. Good. It's a good thing you were wearing that helmet. Yeah. What should we do now, sir? Well, are we stopped? We're stopped, sir. Good. Well, why don't we take a 5-minute break? Very good, sir. Smoke if you got 'em. Da schauen wir uns jetzt die Komponenten an. So, wir fangen an mit dem Motor, dem Kernstück. Was wird sich da ändern? Links seht ihr das alte Model 3 2023. Da hatte die Performance-Version 158 Kilowatt Leistung am vorderen Motor und hinten 235 am hinteren. Das sind dann 527 PS umgerechnet. Und ich erwarte jetzt nicht einen neuen Plaid-Motor hinten, wie aus dem Model 3, Model S Plaid, weil das ist ja ein zweigeteiltes Motorteil. Und das neu zu konstruieren, um dann eine Single-Version da hinten reinzubauen, das, meine ich, macht wenig Sinn. Und deswegen wird Tesla sich die Motoren des Model S Dual-Motor Long Range holen. Und da habe ich euch mal die Leistungsdaten besorgt. Das sind 252 Kilowatt vorne Leistung und 252 Kilowatt hinten. Das heißt, am Vordermotor wird ordentlich verstärkt und hinten etwas. Und dann hat die gesamte Systemleistung 675 PS. Und das ermöglicht das leichtere Model 3 Highland im Vergleich zum Model S Dual Motor wahnsinnig und schnell zu beschleunigen. Diese Motorenaufwertung gebe ich einen Preiswert von 5.000 Euro. Und mit diesen 675 PS, da geht er dann richtig ab. Zu den Bremsen. Ja, das Model 3 Performance hatte ja da verstärkte Bremsbeläge, aber die Bremsscheiben waren auch nicht groß anders dimensioniert, waren auch nicht innen belüftet. Allerdings waren die Bremsbacken etwas stärker dimensioniert und vor allen Dingen mit roten Lackierung offensichtlich sportlich markiert. Und das Model 3 Highland Ludicrous wird jetzt eine Performance-Bremsanlage kriegen mit natürlich selbstverständlich roten Bremsbacken. Und dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Bremsleistung auf jeden Fall auch reicht, um
sportlich zu fahren und dann wird keine Überhitzung so schnell stattfinden und auf den Track kann man wahrscheinlich auch gehen. Vielleicht wird es später mal ein Trackpack geben mit Carbonbremsen, ähnlich wie beim Model S Plaid, aber auf jeden Fall wird die neue Bremsanlage doch einiges stärker sein als die der Dual Motor und Standard Range Version und deswegen ist die 3000 Euro wert. Ja, dann geht's weiter mit dem Fahrwerk. Das Performance Model 3 2023 hatte ja das normale Fahrwerk mit ganz wenig Änderungen, ganz normale Federn und Dämpfer und war auch nicht groß tiefer gelegt im Vergleich zu den Dual-Motor-Versionen. Und heute im neuen Ludicrous wird es dann ein Performance-Sportfahrwerk geben, was auch noch tiefer gelegt ist. Und es wird kein elektronisches Fahrwerk, auch kein Luftfahrwerk, aber es wird natürlich wesentlich sportlicher abgestimmt, sodass man dann auch wirklich von den Wankneigungen her auch bei höherer Geschwindigkeit überhaupt kein Problem hat. Und das Auto, habt ihr gesehen, wird dann auch bis 265 fahrbar sein. Das heißt, es muss da auch im höheren Geschwindigkeitsbereich besser sein. Ich habe das mal mit 1000 Euro angerechnet, das ist sicherlich sehr wenig. Aber so ein Sportfahrwerk mit anderen Federn, Dämpfern würde auf jeden Fall zumindest mal um die 1000 mit den Federn kosten und Dämpfer. Also da kann man sogar noch mehr für nehmen. Und dann geht's weiter. Dann kommen wir zu den Sitzen. Normale Sitze waren ja bisher im Model 3 Performance und das werden jetzt die Performance-Sitze. Die habt ihr hoffentlich auf der Grafik auch gesehen. So richtige sportliche Sitze, so fast schon Schalensitze mit dem entsprechenden Ludicrous Patch da drin. Und die sind auch sicherlich um die 3000 Euro wert. Oder macht es 2000 Euro und dann das Fahrwerk nochmal 1000 mehr. Also da habt ihr dann auch die entsprechende Summe. Kommen wir zur Software. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass auch ein Launch-Mode kommt, ähnlich wie im Model S Dual-Motor, dass das entsprechend mit der Bremse, mit der Beschleunigung, dass das alles funktioniert und nicht nur der Track-Mode, dass man halt entsprechend die Ansteuerung des vorderen Motors und hinteren Motors variieren kann, sondern auch noch einen richtigen Launch-Mode mit entsprechender Symbologie natürlich, dass man jetzt hier in den Ludicrous-Mode geht, wie ihr das vorhin im Video gesehen habt. Auf jeden Fall auch gute 500 Euro wert. Kommen wir zum Exterior. Im Exterior gab es ja vorher beim Performance-Modell nur den Carbon-Spoiler hinten drauf, den man auch für 500 Euro im Support-Shop im Shop kaufen kann bei Tesla und die 20 Zoll Räder, die hier für Aufpreis gesorgt haben. Und jetzt beim Ludicrous Highland-Version erwarte ich natürlich auch einen Carbon-Spoiler, auch entsprechend neue Sporträder 20 Zoll und getönte Scheiben, sowie im Model Y und einen Carbon-Spoiler an der vorderen Lippe. Das hat auch sicherlich einen Wert von knapp 1000 Euro mehr, als es bisher der Fall war. Und natürlich, die Räder sind natürlich auch einiges mehr wert als das normale Equipment, was an den Model 3 Highland Standard Range und Dual Motor dran ist, die 18 Zoll. Ja, auch im Interior wird es einige Veränderungen geben. Das Model 3 Performance 2023 hatte ja eine Standardausstattung, da war gar nichts anders. Und das wird sich jetzt hier dramatisch ändern. Das Model 3 Highland Ludicrous wird Carbon haben, anstatt der Aluminiumplanken auf der Mittelkonsole und vorne und in der Lenkradspange. Dann eventuell sogar Alcantara auf dem Lenkrad mit 12 Uhr Markierung in Rot und getönte Scheiben, wert 1500 Euro. Jetzt schauen wir uns gleich nochmal den Gesamtpreis an, also 15.000 Euro, wenn ihr die ganzen Sachen zusammenrechnet, ist sicherlich gerechtfertigt. Ihr habt die Räder, ihr habt die stärkeren Motoren, ihr habt die Carbon-Schalensitze, ihr habt sicherlich auch Carbon-Applikationen im Innenraum, da wo es jetzt so Aluminium dunkel ist auf der Mittelarmlehne und auf der vorderen Leiste im Cockpit und in der Lenkradspange, das wird dann Carbon. Und dann ist das Auto eigentlich komplett. Ja, also wir sind gespannt. Ich kann noch nicht genau sagen, wann es kommt. Ich erwarte aber, dass es zum Quartal 2 dann definitiv bestellbar wird. Ich erwarte auch, dass wir unsere Version wahrscheinlich aus Shanghai bekommen, weil einfach logistisch ist das jetzt besser abgestimmt aus Shanghai. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt weitergeholfen und auf jeden Fall mit den Fahrleistungen, die ihr seht, 579 Kilometer Reichweite, das ist okay, das ist halt aufgrund des höheren Widerstands geschuldet, denn der CW-Wert wird natürlich etwas einbrechen durch die größeren Räder. Topspeed 265 km/h, das ist sogar schneller als das Model S Long Range und 2,9 Sekunden, knapp unter 3 Sekunden mit den 675 PS aus dem Model S sollte funktionieren. Ja, es sind auf jeden Fall Leistungsdaten, die toll sind und man muss jetzt nicht mehr viel umbauen. Das Fahrwerk wird super sein. Die Sitze sind auch angepasst für die sportliche Fahrweise. Carbon im Innenraum und natürlich Carbon-Spoiler hinten.
und hoffentlich dann auch die getönten Scheiben, sodass man das nicht mehr selber machen muss, mit entsprechenden 20 Zoll und Tieferlegung. Ja, wir bleiben gespannt. Auf jeden Fall ein super Auto. Nichtsdestotrotz, der große, große Meister ist natürlich das Model S Plaid. Und zu dessen Ehre und um einfach nochmal uns Sportfans hier, die dann sicherlich mit dem Model 3 Ludicrous ein wahnsinnig gutes Auto haben werden, aber ich möchte euch einfach nochmal zeigen, der große Vater, der die Grundlage ist für dieses tolle Model 3, was dann kommt, ist sicherlich das Model S Plaid. Also jetzt nochmal das Intro mit dem entsprechenden zweiten Teil bis zum Schluss. Ich hoffe, ihr bleibt dran und vielen Dank für ein Abo. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Servus. The most fun thing you could possibly buy ever. That's what it's meant to be. It's not exactly a car. It's actually a thing to maximize enjoyment. It's maximum fun. Okay. Electronic. But big screen, laptop, ridiculous speed, handling, all that stuff. Yeah. Do you have And we're gonna put video games in it. You are? Yeah. Is it wise? Well, you won't be able to drive while you're playing the video game.